Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen vom Planeten Erde. Wir sind wieder am Start mit Nina Chuba und ich freue mich sehr, mit euch wieder zusammen reinzuhören. Heute haben wir Lips Shut am Start und ich sag's, wie es ist, das Cover Art. Ist es eigentlich Cover Art? Das heißt immer Cover Art, oder? Ob es gezeichnet ist oder nicht, ich glaube schon. Man sieht schon, passt auf jeden Fall. Ihre Lips sind nicht vorhanden. Erinnert mich an die eine Doctor Who-Folge. Wobei es gab mehrere Doctor Who-Folgen, aber erinnert mich am ehesten an die Doctor Who-Folge mit Bis zu meine Mami, Are You My Mami? Staffel 1 von New Who, Folge 6 oder 7, glaube ich. Correct me if I'm wrong. Und erinnert mich auch a little bit an Doctor Strange, der neueste Teil, wie heißt denn der? Irgendwas mit Multiverse, wo der Ding. Ich habe hier irgendwo eine Wimper, holy shit. Wo Black Bolt dann auf einmal so bam von Wanda den Mund wegbekommt. Übrigens, ich habe letztens auf einem Event den Black Bolt-Schauspieler getroffen und mit ihm geredet und ein Bild gemacht. Wie krass ist das, oder? Anson Mount, der hat Black Bolt gespielt in Humans, aber eben auch in dem neuen Doctor Strange-Teil. Und mit dem habe ich geredet und ein Bild gemacht. Findet ihr auf meinem Instagram. Richtig krass, Junge. Das war Fanboy-Moment. Egal, ich bin abgedriftet wie in Mario Kart, deswegen hören wir jetzt rein bei Lips Shut. Holy shit, der Song geht direkt los. Einfach so. Ich mach nochmal ein bisschen lauter. Let's go. I'm thinking twice now. I'm on the brink of niceness with myself in hindsight. I should love the highlights. I should treat myself right. I should not be scared of nighttime thoughts that I'm not enough for my own life. I'm dancing on my own knife, pirouetting like I'm paradise bound on a cursed flight with no. Boah, ich liebe den Flow gerade, holy shit, ich liebe den Flow und auch das Topic, wie sie eben sagt, ey, mir geht's richtig, richtig gut und ich sollte endlich mal aufhören, so viele negative Gedanken in meinem Kopf zu haben, dass es mehr als genug für mich schon ist. Also, wie sie eben meint, es reicht, was in meinem Kopf ist, ist genug an schlechten Gedanken für 10 Personen gefühlt so. My own life, I'm dancing on my own knife, pirouetting like I'm paradise bound on a cursed flight with no seatbelt. On the edge of my seat, just praying that the heat won't keep my knees weak like an I'm gonna keep sick. And I'm thinking I just leave this shit straight, hit home and just be fake. Boah, ich mag dieses din, din, din. My own, where nobody can see the real me I hate, not hate, just don't relate to my own view of. The real me I hate, nah, don't hate, just can't relate. Richtig stark, so dieses, das echte Ich hasse ich. Nee, ich hasse es eigentlich nicht, aber ich kann mich damit einfach nicht identifizieren. Boah, ich lieb's. So, somebody send help. I hear a million copies of myself. And every single one of them is shouting, you should go to help. The more they talk, the more I think I might as well. Krass. Ey, ich hoffe, dass sie auch irgendwann mal wieder live ihre englischen Songs spielt. Ich möchte so viele Songs, die ich jetzt mit euch entdeckt habe, finde ich so schön und die sind bei mir bei Spotify so bei On Repeat alle gerade. Und ich habe so voll das, ich möchte die live hören. Boah, Lips Shut, auch schon wieder so ein geiler Vibe. Maybe, maybe I should sew their lips shut. They want me praying at the altar on my doubt. They show Judas and the flesh has come around. So it's up for suckers before I'm out. Wisst ihr, ich find's so interessant, wie jeder Song so ein ganz anderer Vibe sein kann einfach. Maybe I should face it, I'm not feeling amazing. I'm blocking my own wave, could you step out of the way? Other me should sit down, girl, just quit. I'm following my head, I'll leave my ego in the ditch, yeah. Freud would be proud if he could hear me now. I told my therapist this, she said there's too many to talk and too many minis trying to tell me who I should be. Boah, auch so diese Flow-Changes teilweise. Ich mag auch die Songs, die so vielleicht so ein bisschen mehr Rap-Elemente noch drin haben, wie dieser jetzt hier. Maybe I should sew their lips shut. I hear a million copies on myself. And every single one of them is shouting, you should go to have the more they talk, the more I think I might as well. And maybe, maybe I should sew their lips shut. Das ist auch so ein Song, der dich selbst so ein bisschen badass fühlen lässt. So ein Song, den du hörst und dich direkt 10% cooler fühlst, einfach aus Prinzip. Boah, auch ihre Beatpicks, das sage ich in jeder Reaction zu ihr, die Beats sind wirklich different einfach zu dem, was wir aktuell hören, habe ich das Gefühl.
Einfach ganz andere Beats. Boah. Stark. Stark. Richtig, richtig, richtig stark. Ey, es ist so interessant irgendwie, wie dieses Album ganz, ganz oft meinen Geschmack trifft. Weil jeder Song ist so anders in sich irgendwie, aber man hört auf jeden Fall immer so dieselbe Formel auch raus. Ist schwer zu beschreiben, aber ich habe mich echt ein bisschen in dieses Album verliebt, gerade weil das was ist, was aktuell auf dem deutschen Markt zumindest gar nicht so stattfindet, diese Art von Sound, wisst ihr? Crazy. Richtig, richtig stark geworden irgendwie. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe, dass das deutsche Album, wie gesagt, ansatzweise hier und da solche Elemente aufblitzen lässt, solche verspielten Beats, solche Genre-Vermischungen. Teilweise hatten wir auch in dem Album jetzt hier so Elektro-Elemente drin. Wir hatten so ganz, ganz verschiedene. Wir hatten leichte Techno-Elemente vielleicht drin. Wir hatten R&B-Elemente drin. Wir hatten so ganz viele Sachen drin, die hoffentlich auch ihren Weg irgendwie in das Glas heißt es, oder? Was ist Glas heißt? Ich glaube, Glas heißt ihr Album. Das neue deutsche Album auf jeden Fall reinfinden. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. So oder so, Freunde, ich glaube, es fehlen noch 2 Songs. Maybe. Auf die ich mich sehr freue. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag, Freunde. Ja, wunderbaren, wunderschönen Tag. Bleibt so wie immer sehr fresh und sehr gut aussehen. Da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Dann sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt so fresh und gut aussehen. Habe ich schon gesagt. Ey, sorry. Heute, ich bin ein bisschen plemplem. Ich bin ein bisschen weird. Tschüss.